begrüße hier zum ersten Anlass von Kinder der Welt. Your Dinner and Music Make the Change. Kinder haben wir hier. Wir bringen alles ein bisschen durcheinander. Meine Tochter ist auch hier. Ich möchte euch gerade schnell vorstellen. Madeleine Winkler von der Organisation Sosui Ben, die hauptsächlich Kinder in der Zentralafrikanischen Republik, aber ich denke auch in ganz Afrika, also das ist das Spezialgebiet von ihr, unterstützt. Rechts von mir Patricia Trenkler, die mit mir zusammen die Global Humanistic Benefits Foundation vertritt, die heute das erste Mal öffentlich auftritt. Ihr werdet noch mehr über das erfahren. Da unten die Tochter von der Patricia, das ist meine Tochter. Sie kommt halb von Thailand. Darum sind wir auch in Asien ein bisschen aktiv. Und ich glaube, jetzt kann ich schon das Wort Nico Orler übergeben. Ein Jungsatiriker, der mit Humor probiert, durch den oben zu führen und zu moderieren. Wir haben sehr viele Programmpunkte und es wird eine sehr lange und tolle Nacht. Nico. Vielen Dank. Ich möchte euch auch recht herzlich begrüßen zum heutigen Charity-Event. Es ist toll. Ich sehe da Nationen, Kulturen, alle Farben. Fantastisch. Herzlich willkommen. Ich begleite dich durch den Abend mit ein bisschen Humor, mit ganz vielen Fotos. Und die Frage ist immer, was sind eigentlich die Ziele? Warum haben wir uns heute alle versammelt? Und es gibt vier gute Gründe. Erstens, wir lernen neue Leute kennen. Ihr seht, da innen hat es fantastisch, jetzt interessante Leute. Redet miteinander. Dann werden wir ganz viel erfahren über Entwicklungs- und Unterstützungsprojekte. Thomas hat bereits 2 bis 3 grosse Players vorgestellt, die heute euch noch einiges mehr über ihre Charity-Organisationen werden vorstellen. Dann, was vor allem interessiert, wir werden sehr fein essen und noch besser trinken. Und das bei sehr, sehr guter Musik und sehr abwechslungsreich. Die sind schon ganz gickrig. Ein Herr, der auch heute wird, da Musik machen, steht ganz nah an der Bühne. Er nimmt uns beim Wort. Okay. Ihr seht alle lustig aus. Dann habe ich jetzt die grosse Ehre, Julia Kraus anzusagen. Sie ist den ganzen weiten Weg von Deutschland bis hierher gekommen. Sie ist eine fantastische Sängerin. Sie hat die Ehre, dass sie heute Abend eröffnen darf. Und wir begrüßen sie mit einem recht herzlichen Applaus. Julia Kraus! Thank you.
Mein Name ist Intellekt. Ich bin aus dem dritten Stock. Das ist meine, schon unsere Crew hier. Und wir haben hier jetzt Auftritt gehabt. Hier bei Kinder der Welt Charity Event. Und ich muss auch noch sagen, es war ein geiles Event gewesen. Und ich hoffe, wir haben Leute, die hier angekommen sind, etwas können von der Foundation und von der ganzen Organisation mitteilen, was so läuft und wie es den Kindern und den Menschen in Afrika geht. Und die Musik war einfach genial gewesen. Und ja, wie gesagt, ihr wisst, dritter Stock, Intellekt. Hallo zusammen, mein Name ist Sherry O vom dritten Stock. Wie ich auch schon gesagt habe, wir haben die Ehre gehabt, heute ein Konzert hier zu haben. Und es war der Hammer gewesen, für uns, sicher wie auch für alle Beteiligten. Das Essen war der Hammer gewesen, die ganze Organisation. Und wie gesagt, ich hoffe auch, dass wir ein paar Leute haben, wirklich können etwas mitgeben, sodass sie uns nicht vergessen werden. Auch wirklich ein Dank an die ganze Organisation, an die Charity Foundation. Das ist wirklich eine hammergeile Sache. Und ja, das war es vom Sherry O aus dem dritten Stock. Hi, I'm Mike Cheap. I can talk German too, but I like English more. I was here at the charity event, the Children of the World, and it was like really, really great. I had the honor to play here with my homies. I'm from the third floor, and I think they all said it. I think I don't gotta say no more. Thank you. Intellect, huh? Like Sherry on the dream team. Oh, I'm a career team. Since he found out we keep it real every day, always keep the fingers attached. I don't know, but I'm just feeling wrapped in fact. You're the only one feeling that deep in the third year. I still keep it that real and I still give a fuck about my flow. But the U.S. grown, said I regulate everything to my soul. But I ain't in love. That's my bro, since the next Sherry, I'm a hero in the studio on the third floor. To me now, what's important for your brain? That's your story. When I hope and if not, fuck it, I'm just talking out though. That's why I'm here with you. All we try to say is follow our mood. All we try to do is change your mind. Why don't you write these lines? Back in the list to choose. So please try to understand my crew. All we do is we go on our life. Trying to do it and it's not what I choose. Everything is in my mind. While I may be high, but I don't give a fuck. Cause like that I'ma die. Der Text schreibt die Geschichte für die Leidenschaft am Mic mit der Zukunft in Sicht. Ja, wir lieben das Shit. Lieben das Shit, steht uns im Bericht. Am Mic und liegen kein Pizza am Bar. Kann das sagen von sich. Ja, wir trainen für die Kids, wo wir wissen, was ist alles da. Was das Leben angeht, weil der ganze Konsum war noch uns in die Köpfe. Wir probieren das am Kommen mit jedem Schritt. Wir drehen die Stadt an und gucken in der Stift. Und wir laufen dabei und zwischen noch liegt. Ganz in das Leben, wo tief in der See sitzt. Doch bevor ich's vergiss, wir waren alles gleich. Nämlich, dass man nichts mehr vermisst, außer Lüge und Zeit. Wir sind nicht verstrickt. Lauf lieber für den Moment, wo dir blüht. Okay, Glück das da. Wir sind auch eine Mannschaft, dritte Stock, Stock für Leidenschaft und Zusammenhalt. Freundschaft und Leidenschaft, rappen in mein Club, manchmal am Mix, auch das ist noch der A. Fuck, also geben wir nicht auf, dritte Stock, das tötet ihr so schnell. Es geht bergauf, uns ist gut so, auch ins Bergauf, gut, fahren wir noch zusammen, Stock. Oh ja, das ist unser Gesicht, stell noch mal Mike und wir rappen mit dir. Sind ihr zu dritt und wir haben sie jetzt im Griff. Schon wie sich du ich neu definiert, oh die Scheiße. Wir schrieben doch nur an die Lines. Die Texte sind so klar und so rein. Im dritten, ich muss sie daheim. Und das Trio ist einfach zu geil. Thank you.